Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Na, du bist der Brandstifter? Sicherlich glauben Sie dieser schlecht gemachten Fälschung einer Aufnahme nicht. Ich bin mir nicht so sicher, was ich glauben soll, Ma'am. Nehmen Sie fest. Wegen dieser schlecht gemachten Fälschung muss ich Sie leider bitten, mit aufs Revier zu kommen, um einige Fragen zu Ihrem Aufenthaltsort in den Nächten der Brandstiftung zu beantworten. Emmett? Ja. Du bist auf dich allein gestellt, Schätzchen. Schätzchen. Oh, sehr gut. Himmel, was ist das? Nein, jetzt haut die auch noch ab. Ja, ich sollte wirklich mal aufhören, immer darauf reinzufallen. Stimmt. Ich will ja nicht hartlos sein, aber heißt das, ich kann meine Erfindung vorstellen? Das interpretieren wir mal als ja. Ja. Yippie-yay-yay. Verehrte Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich bin Techne, die Muse des Fortschritts, und habe die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen einen der brillantesten Denker überhaupt vorzustellen, der sich redlich um ein besseres Morgen bemüht. Ich glaube, das bin ich. Ich bin als Nächster dran. Aber bist du auch bereit? Ich habe keine Wahl. Hast du den statischen Akkumulator mitgebracht? Oh, richtig. Hier ist er. Super. Komm mit. Hör auf da. Los, 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 los. Reparier das Gerät und dann machen wir einen Flug. Einer der Apparate dieses Jungen könnte funktionieren und das Leben aller in dieser Stadt verändern. Könnte es das sein, was er uns heute mitgebracht hat? So müsste es gehen. Sind die Stehlager jetzt alle in hochgestellter Lage? Stehlager. In hochgestellter Lage. Fertig. Dann sind alle Systeme betriebsbereit. Wünsch mir Glück. Das muss ich nicht. Meine Damen und Herren, hier ist Emmett Brown. Yay. What? Einspruch, euer Ehren. Ich verlange, dass die wissenschaftliche Demonstration von Emmett Lathrop Brown abgebrochen wird, da er geisteskrank ist. Endlich sieht man mal den Vater. Es ist eine klare Missachtung mir, seinem Vater gegenüber. Wo ist er? Übergeben Sie ihn mir unverzüglich. Emmett, bist du da? Versöhne Emmett und Richter Brown. Okay, wie kriege ich die beiden denn versöhnt? Ich versuch einfach mal Ras, ne? Warum nicht? Na gut, dann quatsch ich einfach mal mit Emmett. Emmett, psst! Verrat mich nicht! Lass dich nicht von deinem Vater herumkommandieren. Ich dachte, du hast keine Angst mehr vor deinem Vater. Wenn er so eine Laune hat wie jetzt, wäre es lebensmüde, keine Angst zu haben. Okay, spring in den Laviator und los geht's. Spring einfach in den Levitator und ab Levitator heißt das Ding. Mich mit der Flugabwehrkanone abschießen. So fies ist doch sein Vater nicht. Nein. Du siehst albern aus, so wie du da hockst. Komm schon, Emmett, du kannst deinen großen Moment nicht verpassen. So zusammengekauert siehst du nicht gerade würdevoll aus. Besser würdelos als tot. Der hat aber echt eine schlechte Einstellung Lass seinem Vater mit ihm gegenüber. Sprechen. Je länger du dich versteckst, desto schlimmer wird es... Du, denk nur nicht, du kannst ihn beschützen. Emmett ist weg. Emmett ist weg. Sie haben ihn gerade verpasst. Junger Mann, ich habe 15 Jahre lang im Strafgericht von Hillbilly gearbeitet. Ich kann einen Heuchler 10 Meilen gegen den Wind riechen. Übergibst du ihn mir jetzt? Nein. Da muss ich Gewalt anwenden. Versuch's ruhig. Verärger ihn Alter, fetter nicht. Mann. Also wenn du nichts sagst... Also ist er da bei dir? Danke auch. So, ich befehle dir sofort, da runterzukommen. Versöhn die beiden, los. 4. Was? Er zählt runter. Ich will mit meinem Sohn sprechen. 9. Er ist nicht bereit, direkt mit ihnen zu sprechen. Ach, mein Gott. Und du bist sein Sprachrohr. Davon gehe ich aus, ja? Nicht weggehen. Nicht weggehen. Ich gehe nirgendwo hin. Was sagt Emmett denn dazu? Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. Du musst halt in den sauren Apfel beißen. Setz dich mit ihm auseinander. Was hast du zu verlieren? Das haben sie zu Custer auch gesagt. Ha. Wie sieht dein Plan aus? Also, was ist dein Plan? Ich bleibe einfach hier.
Nach ein paar Jahrhunderten setzt sowieso der Versteinerungsprozess ein. Und das war's dann. Okay, klingt nach einem Plan. Total, ja, ja. Er muss dir einen fairen Prozess garantieren. Ah. Vielleicht gibt er dir eine Chance, alles zu erklären. Immerhin ist er Richter. Ja, ein Richter, der sein Urteil schon gefällt hat. Er wird mir nicht zuhören. Das hat er noch nie. Bin gleich wieder da. Ich zähle bis fünf. Schnauze. Also. Jetzt red ich. Ist ihr Mann? Er sagt, sie können nicht zuhören. Er sagt, sie können nicht zuhören. Er sagt, es sei zwecklos, mit ihnen zu sprechen. Sie hören nie zu. Das zeigt nur, wie voreingenommen er ist. Natürlich höre ich zu. Wenn er seine Verrücktheit erklären kann, dann kann ich auch nachsichtig sein. Nicht weggehen. Okay, mal gucken, ob er seine Verrücktheit erklären kann. Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. Ja. Er hat versprochen, dir zuzuhören. Du hast ihn gehört. Er hat gesagt, er hört dich an. Versuch es wenigstens. Vater? Sohn? Du hast mich nie auch nur ansatzweise verstanden. Du willst nur auf mir rumtrampeln und meine natürlichen Instinkte unterdrücken. Du weißt nicht, wie es ist, jung zu sein. Na, das hat ja gut geklappt, wa? Die so groß und mächtig sind, dass sie ein eigenes Leben führen und du deine ganze Kraft brauchst. In Amerika, wenn ich in deinem Alter so gewesen wäre, hätte mein Vater mir eine ordentliche Abreibung verpasst. Ist das nicht der Grund, weshalb du nach Amerika gekommen bist, um dort zu leben, wo es nicht so viele Regeln gibt? Na, das hat ja toll funktioniert. Und wir haben geredet. Bist du nun glücklich? Ha! Zu geil, die beiden. Hey, Matt. Spielst du wieder den Friedensstifter, Pollyanna? Was? Er mag unmöglich scheinen, dass er schreit deshalb, weil er dich liebt. Tief in seinem Innern macht er sich nur Sorgen, du könntest dich verletzen. Keine körperliche Verletzung könnte so schlimm sein, wie der psychische Schaden, den ich erleide. Okay, und was sagt Daddy dazu? Bitte, Sie dürfen Emmett nicht im Weg stehen. Dazu müsste man mir ein überzeugendes oder einfach nur ein schlüssiges Argument liefern. Okay, es ist wichtig für die Zukunft. Hören Sie, euer Ehren, Sie sehen es vielleicht nicht ein, aber von Emmetts Demonstration hängt viel ab. Ein weiterer Grund, warum ich Sie verhindern muss. Sieh mir in die Augen, junger Mann. Ich gehe davon aus, dass du meinen Sohn mittlerweile ganz gut kennst. Denkst du wirklich, sein Ausstellungsstück wird ein Erfolg? Ja, nein. Doch, glaube ich. Sicher. Sicher wird es das. Ha, du weißt genauso gut wie ich, wie das endet. In einem Desaster. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber auch wenn es so ist. Ich meine, gestehen Sie Emmett nicht zu, ein paar Fehler machen zu dürfen? Emmett hat sein Fehlerkontingent für dieses Leben überschritten. Als sein Vater muss ich weitere Fehler verhindern. Das ist ein Idiot. Es ist Emmett wichtig. Sehen Sie, euer Ehren, diese Demonstration ist Emmett einfach unglaublich wichtig. Pff, kindisches Gehabe. In 2 Wochen hat er das alles vergessen. Ach, Quatsch. Da habe ich auch Angst. Wie alt sollte er denn sein, dass er ein Kind sein soll? Ist er gerade mal 16 oder so? Emmett ist nur... dickköpfig, stur, unnachgiebig, unbelehrbar und versessen. Wie sein Vater. Okay, aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet sind diese Eigenschaften irgendwie positiv. Das ist dein Blickwinkel, junger Mann. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob es der richtige ist. Täusch dich da nicht. Das sind Eigenschaften, die Ärger bedeuten. Wie hat er von... Emmett ist anders als sie. Er braucht seine Freiheit. Emmett versucht nur, sich einen eigenen Namen zu machen. Vielleicht waren die Dinge in ihrer Jugend anders, aber heute muss man Risiken eingehen. Was weißt du über Risiken? Versuch mal, in ein fremdes Land zu ziehen, dessen Sprache du nicht sprichst und mit nur $2 in der Tasche. Sie? Darauf kannst du wetten, denn ich habe es ja auch geschafft. Und wie stand ihr Vater damals dazu? Papa? Er hat gekocht vor Wut. Er meinte, ich wäre ungehorsam und, Aha. Und weiter? Ihr Vater hat sie auch nicht verstanden. Also war ihr Vater nicht damit einverstanden, dass sie nach Amerika ging? Tja, Papa hat die junge Generation nie wirklich verstanden. Zum Ende hin war er auf einem guten Weg, aber da war es schon zu spät, Sag ihm, ich höre ihn an. Ich will ihn anhören. Yay. Wenn er reden möchte. Es geht voran.
Emmett. Was, er weiß nicht. Er sagt, dass du nach deiner Mutter kommst. Es mag unmöglich scheinen, aber das ist es nicht. Ich glaube, diesmal meint er es wirklich ernst. Er wird mir nicht zu... Doch. Er sagt, deine Dickköpfigkeit hast du von deiner Mutter. Jetzt reicht's aber. Ihm reicht es nicht, mich zu beleidigen. Er muss auch noch meine Mutter durch den Dreck ziehen. Mutter ist ganz anders als ich. Sie ist sanft und freundlich und endlos geduldig. Wenn, dann bin ich eher wie... Ach, vergiss es! Wie er. Was hast du gerade gesagt? Du wolltest sagen, du bist wie... Vergiss es! Kann es sein, dass du und dein Dad... Nein, Themawechsel! Emmett, sei kein Frosch! Okay, du hast deinen Stolz. Verstehe ich. Und er genauso, aber warum willst du nicht versuchen, mit ihm Frieden zu schließen? Er ist deine Familie und die Familie ist wichtig. Manchmal ist sie, naja, wichtiger... Was? Darf ich drauf kommen? Vertragt euch, ihr blöden Penner! Also, hinne. Du denkst, meine neue Erfindung endet in einem Desaster. Sturköppe. Ja, das glaube ich. Und ich bin hier, um zu verkünden, dass ich, wenn es für meinen Sohn in einem Desaster endet, da bin, um ihn zu unterstützen. Halleluja! Du wirst deine Einstellung ändern, wenn du dieses Baby erst einmal in Betrieb siehst. Schau her, das Kraftfeld, das vom statischen Akkumulator erzeugt wird. Marty, gib Trixie das Zeichen. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Oh gut, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie während dieser unumgänglichen Verzögerung so geduldig gewartet haben. Und nun ist die Hill Valley Expo sehr stolz, Ihnen Mr. Emmett Brown und seinen elektrokinetischen Levitator... So, Abflug. Hoffentlich klappt das. Na? Ist das gut? Yay! Wie geil ist das denn? Yay! Geile Sache. Jetzt stürzt ab. Und dann fliegt es weiter. Oh nein. Schnell nach draußen. Broch. Kavums. Jetzt bin ich aber echt gespannt, wie das Ganze endet. Doc müsste sich jetzt, also sich jetzt doch eigentlich verändern zum Guten, ne? Nein. Edna hat die... Sag bitte nicht, dass Edna gerade das Auto geklaut hat. Holy freaking shit. Ich dachte, ich könnte sie ändern. Es hätte alles anders werden können. Frau, wehe, du reichst durch los, die Zeit. Wir müssen einen Weg finden, sie aufzuhalten, bevor... Nein, komm nicht näher! Doc! Geh weg! Aber... Weg! Marty! Oh, shit. Aber das war doch nicht der echte Doc. Das war doch nur der falsche Doc. Der böse Doc war das doch. Na, wo ist der echte Doc? Doc! Sagen Sie was? Supercalifragilisticexpialidocious. Lithium. Gallium. Ridium. Titanium. Ruthenium. Ich hole Hilfe. Zeitung. Ja, guck auf die Zeitung. Was steht da drauf? Wir bringen Sie ins Krankenhaus, Doc. Sie werden bald wieder gesund. Ja. Nicht sterben. Oh. Ich glaube, ich werde bald gesund sein. Marty. Ja. Nein, Doc, bitte. Tun Sie das nicht. Gehen Sie nicht. Jetzt gleich taucht doch bestimmt sein anderes Ich wieder auf, wa?
irgendwo. Doc. Na, Doc, kommen Sie zurück. Ups, was ist denn da passiert? Doc? Der Junge. Marty, warst du die ganze Zeit da draußen? Emmett, ist das vorbei? Oh ja, es ist vorbei. Du hast eine sehr wilde Party verpasst. Ich fürchte, ich bin für die nächsten 50 Jahre von der Expo ausgeschlossen. Wenn ich du wäre, würde ich auch nicht nochmal hingehen. Ach, bis schön. Nicht alle Scherben weggefegt wurden. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Was denn? Das war doch genial. Natürlich ruiniert der Ionenwind eines Elektromagneten dieser Größe einen lediglich mechanischen Steuerungsmechanismus. Wir brauchen ein weitaus fortschrittlicheres Kontrollsystem. Jawoll. Ich frage mich, ob wir einen Weg finden können, das körpereigene Gravitationsfeld in elektrokinetische Energie umzuwandeln. Immer schön weiterforschen. Dadurch könnte jemand in der Lage sein, den Ionenstrom einfach durch Gewichtsverlagerung zu steuern. Grundgütiger! Das ist es! Was kommt als nächstes? Und was kommt jetzt? Arbeit und noch mehr Arbeit. Ein paar weitere Unwägbarkeiten und dann ein Durchbruch, oder? Das sehe ich so. Diese kleinen Fehler bringen uns voran auf dem Pfad des Wissens. Los! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Zurück zum Labor und... Yippie! Entschuldigung, stimmt etwas nicht? Stimmt etwas nicht? Ja, es stimmt etwas nicht. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe quasi gerade jemanden verloren. Oh, wie traurig. Jemand, den ich kenne? Ja. Der zukünftige Bürgermeister? Niemand, den du... Carl Sagan. Es war Carl Sagan. Was? Der Bursche, der versucht hat, mich anzuheuern? Wart ihr befreundet? Merkwürdig. Aber wie... Mach dir deshalb keine Sorgen. Es hat nichts mit dir zu tun. Doch, hat es. Und zwar sehr viel. Was? Marty, du bist ein großes Mysterium für mich. Woher du kommst, was du hier machst. Aber eins weiß ich jetzt. Was auch immer es ist, es hat etwas mit mir zu tun. Und zwar sehr viel. Bitte, Emmett, frag nicht weiter. Was ist das? Oh, sag es mir. Ich verlange eine Erklärung. Spoiler-Alarm! Okay, wie du willst. Okay, wie du willst.